Hi, ich bin der Stefan von Focus E-Bike und ja, ich stehe hier mit dem Brompton, mit der Electric P-Line von Brompton, eine legendäre Klappradmarke aus England. Ich habe jetzt diese Electric P-Line mal ausführlich getestet, also wirklich in einem Belastungstest. In 3 Tagen im Ruhrgebiet, im Rheinland war ich unterwegs, also von Düsseldorf über Essen, Wuppertal, und habe da eine lange Tour gemacht mit diesem Bike und habe das wirklich ganz toll kombinieren können. Bin mit dem ICE von München raufgefahren, immer mal wieder Fahrrad gefahren, aber auch dann wieder S-Bahn oder Zug genommen. Und diese Kombination geht natürlich nur mit einem Klapprad, das man ganz einfach mal eben auch so abstellen kann. Und ja, ich meine, das ist wirklich insofern echt ein spannendes Modell, weil es ja wirklich gedacht ist für Pendler, die in der Stadt unterwegs sind und genau das machen, was ich in den Tagen ja auch gemacht habe, nämlich kombinieren öffentliche Verkehrsmittel und dieses Bike. Und das Bike, ihr seht schon, man kann es gut abstellen, man kann es auch ganz schnell wieder zusammen auseinanderklappen und fahrbereit machen. Hat hier vorne eine große Tasche, das ist ein Messenger-Bag, wiegt 2,9 Kilo und hat zugleich auch ein paar Display-Funktionen, die ganz spannend und wichtig sind. Also zum einen zeigt er natürlich auf den Ladezustand des Akku. Dann gibt es ja 3 Unterstützungsstufen, 1, 2 oder 3. Und die kann man hier über den An-Aus-Knopf auswählen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, hier über den kleinen Knopf das Licht anzuschalten. Entweder dann, wenn man es braucht, oder im Automatikmodus oder ganz aus. Dieses Klapprad hat 3 sozusagen Scharniere, an denen man das Rad dann auch wirklich sehr kompakt bekommt. Einmal hier an dem sogenannten Oberrohr, dann hier an dem Steuerrohr und dann, das habe ich euch gerade schon gezeigt, hier am Hinterbau, dass man es dann auch zum Stehen bringen kann. Dafür sind auch diese Rollen hier geeignet. Und die Electric P-Line hat vorne einen wirklich verblüffend kräftigen Frontmotor. Es wurde neu entwickelt von Brompton, eine Viergangschaltung, die wirklich gut funktioniert, die auch völlig ausreichend ist. Und es ist wirklich ein Bike, das im Alltag sich absolut bewährt hat. Das habe ich in diesem Belastungstest, in meinem Testride wirklich jetzt mal ausprobiert. Die Nachteile möchte ich nicht verschweigen. Klar, es ist kein Reiserad. Diese Griffe hier sind für mich anstrengend. Die sind nicht besonders griffig, eher rutschig und auch sehr hart. Die Bremshebel sind sehr weit unten, also man muss manchmal wirklich so richtig nach unten rutschen, um bremsen zu können. Es gibt Menschen, die versuchen, die Position dieser Hebel umzustellen, nicht zu empfehlen, weil dafür die Länge der Züge nicht reichen. Also die sind wirklich weit unten. Und der Sattel, wenn wir ehrlich sind, das ist kein klassischer Reisesattel, aber vielleicht kann man da ja auch was anderes drauf montieren. Also meine Bilanz nach diesen 3 Tagen ist wirklich, ehrlich, das ist ein neues sich fortbewegen, weil ich sehr stark kombiniert habe, mal S-Bahn, mal ICE, mal Fahrrad, auf den Trassen, auf den Wegen durchs Ruhrgebiet, durchs Rheinland, an der Wupper. Und diese Kombination, das ist natürlich großartig. Und das hat mir gezeigt, dass das wirklich ein E-Bike ist, das sehr, sehr gut geeignet ist zum Pendeln. Und ja, das einfach wirklich einfach brauchbar ist für den Alltag, gerade mit der elektrischen Unterstützung. Wenn ihr Lust habt, euch noch ein paar andere Testrides anzuschauen und überhaupt andere Videos auf unserem Kanal Focus E-Bike, dann schaut doch mal hier.